begrüßen Sie jetzt Andreas Weber. Frage an die Männer. Kurz mal checken, sind die Knie weiter auseinander als die Sitzfläche? Manspreading ist ein Begriff für dich? Ja, furchtbar? Ja, er sagt aber, ja, ist furchtbar. Ja? Ist furchtbar. Mal klatschen, wer würde sich hier Feminist oder Feministin nennen? Ja. Hier, jetzt würde ich sagen, nicht alle, aber dafür laut. Ja. Es ist spannend, wie die Leute da reagieren, wenn man in einem Raum von Leuten Feminismus sagt, die nicht drauf vorbereitet sind. Das ist wie, als würde man Asbest rufen. Die Männer so, was passiert jetzt? Viele Leute wissen ja gar nicht richtig, was Feminismus ist. Ich meine, wenn man so einen Micha aus Balingen fragen würde, was ist Feminismus, ja, würde der Micha aus Balingen halt erstmal sagen, ha, nervig. Weil er es nicht besser weiß oder irgendwas mit Frauen. Das Erste, was ich mal gemacht habe, ist im Duden nachgeschlagen. Bekommt man hin, auch als Mann. Ja? Und da steht einfach Gleichberechtigung, Selbstbestimmung für alle Geschlechter. Ja, also Feminismus ist kein Männerhass. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, es ist gar nicht so nötig. Ja? Aber ich meine, ich erlebe halt auch keine Benachteiligung. Ich als weißer, cis-hetero, mitteleuropäischer Dude, ja, erlebe keine Benachteiligung. Ja? Ich bin nicht mal dick genug. Also das sagt der eine so, der andere so. Also das ist ein Beispiel, jetzt Heimweg im Dunkeln. Woran denken Frauen? Ja? Am Telefon, Standort freigegeben, mit einer Freundin telefonieren, der Hausschlüssel zwischen den Fingern, sodass es eine Waffe ist. Ja? Woran denken wir Männer? Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß. Das ist, ja. Aber es passieren auch gute Sachen. Ja? Die Steuern auf Periodenartikel wurden ja inzwischen gesenkt. Aber da gibt es ja dann auch wieder den Micha, der glaubt, er kommt deswegen zu kurz. Ja. Der da meint so, Moment, aber was ist denn dann mit mir? Was ist denn dann mit mir? Was ist denn dann mit Rasierzeug? Oh, Bartwuchs. Viel zu früh diesen Monat. Man muss ja auch mal was Positives sagen. Männer helfen heutzutage mehr im Haushalt. Hä? Ja. Teilt man es wirklich oder hilft man nur? Je mehr starke Frauen es gibt, umso mehr verunsicherte Männer gibt es auch irgendwie. Das ist schon neu, auch, dass mit der Unsicherheit der Männer Geld verdient wird. Frage mal an die Männer, bekommt ihr auch so Werbung angezeigt für so Unterhosen, die so über den Bauch gehen? Nein. Ich frage für einen Freund. Frauen bekommen da keinen Vorteil, es wird nur eine Benachteiligung ausgeglichen. Und das ist eigentlich bei allem so im Feminismus. Ja? Wer bin ich, um euch irgendwelche Tipps zu geben? Danke fürs Zuhören. Okay, oder?